Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Everdream Valley mit der Fanny. So, wir haben es jetzt wieder Nacht, ist aber nicht so schlimm und ich bin jetzt auch wieder auf meiner Farm, beziehungsweise auf der Farm meiner Großeltern, denn ich hatte die Idee, ich sollte mich eigentlich eher um meine Gehege mal kümmern, denn wenn ich die Schweine hole, die ich in der letzten Folge versucht hatte, zu machen, die Quest, als ich dann herausstellte, dass ich eine komische Ansicht habe, ist mir eingefallen, ja, das wäre blöd, weil ich habe eigentlich nicht wirklich die Kapazitäten für Schweine, ja, weil, ihr seht schon, meine Gehege sind sehr klein und da habe ich mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal keine Nachtruhe, wartet mal, ich wollte mal gucken, wie viel Holz und so ich noch habe, ich habe, okay, ich habe, naja, nicht allzu viel, würde ich sagen. Gut, ach so, wartet mal. Was sind denn das eigentlich für Holzzäune? Das sind doch diese, ja, ich weiß nicht, wie die heißen. Zedern? Nee, Zedernholz ist, glaube ich, das Holz da vorne, ne? Wartet mal. Ich gucke mal, ob ich noch Holz, Zäune hier drin habe, aber ich glaube ja nicht. Nee, das ist, glaube ich, nee, das ist ein Lattenzaun, das ist sowieso nur einer, also von daher ist es alles, ja, schauen wir mal. Ich guck mal, was ich da jetzt herstellen könnte. Lattenzaun, genau. Palisaden, nein. Seilzäune habe ich ja jetzt auch neu. Hier, das hier. Das sind die, ne? Einfach nur Zäune. Da brauche ich zwei Holz und ein Brett immer für. Okay. Dann stelle ich mal welche her. So, 10. Mal gucken. 29. Okay, jetzt habe ich kein Holz mehr. Alles klar, dann muss ich also wieder ein paar Bäume schlagen auf jeden Fall. So, jetzt ist meine Idee, dass ich die Sache hier ein bisschen erweitere. Genau, so, pass mal auf. Jetzt fangen wir mal hier ein bisschen klein an. Nicht drehen. Genau. Errichte mal. Sehr gut. So, jetzt habe ich 4 weitergemacht. Okay. Überlege ich. Na, eigentlich hätte ich auch weiter rausgekonnt, ne? Ah, ist jetzt auch egal. Gut. Ja, erstmal alles nicht so schlimm. So. Achso, jetzt habe ich vergessen, noch ein Tor zu bauen, ne? Der war gut. Der war so gut. Warte mal, wie viele Zäune habe ich denn jetzt noch? 14. Theoretisch. Ah, wartet. Ich muss mal ganz kurz überlegen. Theoretisch. Ah, da sind noch die ja, wobei das reicht eigentlich. Das ist ein Gehege. Ich muss kurz überlegen, wie ich das am besten mache. Also hier raus kann ich nicht, weil das denn hier irgendwo, oder? Weil das sieht denn hier, glaube ich, ein bisschen blöd aus mit der Kante.
Ach, wie mache ich das am besten, meine Lieben? Mache ich hier einen Weg dazwischen? Wartet mal, wenn ich jetzt... Ah, dann ist da das Tor. Also ich muss jetzt erstmal nach vorne, definitiv. Dann mache ich das einfach mal. So. Das ist natürlich ein bisschen blöd, dass man das jetzt... Da müsste ich theoretisch aber jetzt auch hier nach vorne. So. Und noch einen, genau. Und dann müsste ich das einmal jetzt hier machen. Genau, jetzt habe ich das wenigstens geschlossen. Und dann gehe ich einmal hier lang. Und jetzt habe ich kein Holz mehr. Alles klar, jetzt muss ich noch mal ein bisschen was schlagen gehen. Mit der Axt. Genau. So, bloß nichts weghauen komplett. Ah, das ist ein größerer Baum hier. Wunderbar. Und noch einmal, genau. So, ich muss aufpassen auf die Wölfe, auf die Wölfe, ne? Das ist so. Ah. Habe ich schon ordentlich weggehauen beim ersten Schlag schon. So, wie viel Holz habe ich denn jetzt? 57. Komm, ein bisschen geht noch. Perfekt. Dann nutzen wir jetzt einfach mal die Nacht. Achso, da habe ich schon. Nutzen wir einfach mal die Nacht für solche Sachen. So, dann haben wir... Oh, guck mal, hier ist noch ein Kürbis. Perfekt. Ein paar muss ich nämlich noch sammeln. Ich weiß gar nicht, wie lange die Quest noch irgendwie aktiv ist. So. Okay, dann werde ich noch mal ganz kurz... ein bisschen Zäune herstellen. Herstellen, genau. So, Zäune. Dann mache ich mal die Bretter alle leer. Achso, warte mal. Ich brauche ja noch Tore, ne? Ja, können wir gleich machen. Ich muss sowieso noch Zäune weghauen. Okay, so. Nimm die Dinger mal in die Hand. So. Ah, das geht jetzt hier nicht, weil hier mein Holz, mein Lagerfeuer steht. Na komm, dahin. Genau. Hachiko, was ist los? Hm? Okay, das geht da halt nicht. Wartet mal, kann ich das irgendwie abbauen? Nee, ne? Das ist natürlich jetzt schlecht.
Warum kann ich denn das nicht abbauen? Bieneneinräucher, nein. Verzaubern auch nicht. Mit leeren Händen kann ich da leider auch nichts. Ach shit, jetzt ist das Ding im Weg. Verdammt. Okay, wartet mal. Wenn ich das jetzt anzünde, geht es dann weg? Komm, ich mach mal ein Feuer. Weil die sind ja nur begrenzt. So, naja gut, dann kümmere ich mich jetzt erstmal darum, dass ich das hier abbaue. Halten und abbauen, genau. Sehr gut. So. Okay, super. So, hier haben wir ein Tor, hier ist es egal. So, dann könnte ich das jetzt hier aufheben. Und ich würde tatsächlich, ich habe hier nämlich noch ein paar Unterstände gebaut, damit die ein bisschen sich unterstellen können, platzieren. So, du kommst jetzt weg. Und dann würde ich das nochmal vielleicht einfach hier hin machen. So. Ah, die Gehege sind natürlich ein bisschen klein, ne? Hachiko, mein Süßer. Hey. So. Das Feuer lodert noch. Ich kann es natürlich jetzt nicht abbauen, aber ich könnte hier schon mal das weghauen. Das könnte ich schon mal machen. Genau. So. Und abbauen. Genau. Perfekt. So, dann haben wir das schon mal auf jeden Fall. Jetzt muss ich echt gucken. Das kann man nicht wegmachen, ne? Nee. Das ist natürlich jetzt blöd. Das ist ganz, ganz blöd. Gut, wie viele Zäune habe ich noch? 14. Vielleicht sollte ich einfach mal hier das Ding erweitern. Ich möchte aber ungern, wartet mal. Vielleicht. Ach so, das muss ich ja hier auch noch schließen, ne? Na, ein Moment. Ach so, das kann ich auch nur abbauen. Okay, da baue ich das mal ab, weil da muss ich nämlich was Neues noch bauen. Das muss ja geschlossen werden. Ach so, das geht gar nicht, weil der Busch im Weg, oder wie? Ach, guck mal, ich habe hier Holz zum Aufheben. Das habe ich noch gar nicht registriert. So. Genau, Zaun errichten. Perfekt, dann haben wir das schon mal zu. Nein, das war falsch.
Na, genau. Bloß nicht verbauen. Ja, ich glaube, ich mache noch mal einen so. Ah, okay. Holz ist wieder leer. Kein Thema. Ach so, wartet mal. Doch, ist ein Thema, weil. Moment, wie viele Bretter habe ich denn jetzt? Sechs? Wartet, wartet, wartet. Einmal sägen. So. Ah, super. Einmal perfekt gesägt. Nochmal. Sehr gut. Okay, das war wieder nix. Na? Sehr schön. Ab und zu kriege ich das ja hin hier mit dem Perfektsägen. So, okay, das muss erstmal reichen. Wie viel Holz habe ich denn jetzt Stämme noch? Okay, ein paar habe ich noch. Dann kann ich noch ein paar Zäune machen. Und Tore, vor allem. Tore muss ich auch noch. So, also machen wir erstmal die Tore. Eins, zwei, drei Tore. Und machen wir noch mal. So, jetzt habe ich wieder kein Holz. Das heißt also, ich muss gleich wieder Holz hacken. Okay, so. So, einmal hier und einmal hier. So. Überlege ich gerade, sollte ich das da lassen oder nicht. So, dann würde ich jetzt tatsächlich. Jetzt überlege ich gerade, lasse ich das hier so? Ja, ich glaube, das lasse ich hier so, diesen Bereich, den finde ich eigentlich ganz hübsch. Okay, dann würde ich hier nochmal abbauen. So, und dann würde ich jetzt hier ein Tor hinbauen. Das ist aber die Frage, wie rum, ne? Eigentlich ist es egal. So. Ach genau, Unterstand. Ja, wobei Unterstände. Habe ich da. Das hat einen Unterstand. Ja gut, dann kann ich den Unterstand ja hier hinbauen. Irgendwie. Bisschen schief, ne? Aber ist ja nicht schlimm. So, dann einmal drehen. Genau. Sehr schön. Dann steht der auch schon mal für die tollen Tiere. Genau. So, hier habe ich jetzt ein Tor gemacht. Hier ist noch kein Tor. Doch, hier ist auch noch ein Tor. So, ja, hier komme ich jetzt nicht weiter, weil da noch tatsächlich so, ich brauche aber noch ein Gehege, ne? Weil die Alpakas sind ja zusammen hier mit den Ziegen. Das ist natürlich jetzt auch nicht Sinn der Sache. Ach, ist das übel. Ist das übel? Vielleicht sollte ich einfach mal. Ach, das ist aber hier auch nicht schön, weil da ja dieser Zaun ist. Ich werde es einfach mal jetzt hier so errichten.
So. Okay. Achso, ich brauche wieder Holz, ne? Muss ja Holz hacken. Aber ich könnte hier auch noch mal ein bisschen Dünger herstellen. Genau. Na, Großvater, du schläfst ja auch noch nicht. Okay. Jetzt muss ich mir noch mal eine Stelle suchen. Wo ich noch mal ein bisschen Holz hacke. Genau. Oh, Hilfe, ich sehe nichts. Und noch einmal, genau. Sehr gut. Okay, das noch. Und hier oben. Und hier noch einmal. Perfekt. So, wie viel habe ich jetzt wieder? Ah, wieder in den 50ern. Okay. Ah, ich dachte, da wäre jetzt ein Kürbis, aber war keiner. So, noch ein paar Zäune. Ein Tor habe ich ja noch, glaube ich, ne? Ja, zwei habe ich sogar noch. Okay. Herstellen. So, Zäune. So, mache ich nochmal 20, genau. So. Einmal wieder in die Hand nehmen. Ich habe gerade mal überlegt. So, genau. Einmal hier. Einmal hier. Ah, es ist groß genug. Mal, wenn ich jetzt dahin gehe, dann ist es ja ganz schön eng, oder? So, 1, 2, 3, 4 und hier wäre der fünfte. Na komm, mache ich mal 6. Mache ich 6 rein, ist egal. Achso, jetzt habe ich schon wieder einen Zaun verplempert. Weil ich ja ursprünglich ein Tor haben wollte. Gut, das ist aber zu, das ist gut. So, dann. Überlege ich jetzt gerade. Komm, wir machen mal das hier hin. Genau. Hau weg den Mist. So, mal da rein, genau. So, dann habe ich noch einen Unterstand, ne? War das nicht so? Ach nee, habe ich gar nicht mehr. Okay, dann. Ach, schön, es ist hell, meine Lieben. Ich habe nicht geschlafen. So, dann brauche ich noch einen Unterschlupf. Ach, dazu brauche ich wieder Bretter. Okay, dann muss ich wieder Bretter herstellen. So. Sehr gut. Okay, das reicht sogar schon. Ah, mein Großvater hat wieder Stuff für mich. Genau, super. Danke dir. Tierkot habe ich. Habe ich jetzt wirklich 57 Dingens bekommen? Tatsächlich, glaube ich.
So Unterschlupf für Tiere einmal herstellen, genau. So, was kosten mich denn jetzt nochmal die Futtertröge? Ach, die kosten auch wieder 16 Bretter, gut. Erstmal nicht so schlimm. So. Wo haben wir meinen Unterschlupf? Hier. Huch. Hier, was denn? Sehr schön. Ja. Ja. So, ist das... Ist das jetzt abgebrannt? Nee. Ach Mist, ey. Das kann man jetzt hier irgendwie nicht... Das ist natürlich ärgerlich. Na, ihr kleinen Süßen. So, ich muss mal scheren. So, ich werde auch nur schnell scheren machen. Genau. So, das eine ist noch ein Baby, das kann ich noch nicht scheren. So, aber ich könnte hier noch mal ein bisschen AA wegnehmen. Genau so. Einmal das. Das noch aufheben. Nee, du bist noch ein Baby. Dich kann ich noch nicht scheren. Hey. Hast du gerade dahin gemacht? Unglaublich. So, hier noch. So. Ja, ihr habt alle Hunger, ne? Naja, ich weiß, ich weiß. Vielleicht sollte ich... Ach, Gras, wartet mal. Einmal Gras. Das ist hier noch nicht fertig, ne? Nee, weil das ist nicht voll. Ich müsste eigentlich noch mal ein bisschen Gras mähen, sozusagen. Wartet mal. Wächst es eigentlich nach? Ich weiß es gar nicht. So mit der 5. So. Hallo Großmutter, ich muss ein bisschen Rasen mähen. Achso, ich habe keine Ausdauer. Ah. Deswegen funktioniert das nicht. So. Immer noch nicht. Reicht noch nicht aus zum Schwingen. Immer noch nicht. Muss immer ganz voll sein. Jetzt. Jetzt muss ich mal ein bisschen mit Bedacht hier. Das Gras. Oh, mein Rucksack ist voll. Ach du meine Güte. Okay. So. Da. Ach so, da liegt bereits. Ah, okay. Warte mal. Ach so, das hat es trotzdem gemacht. Okay, ich verstehe. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. So auffüllen. Dann hat es doch schon produziert. Ja, ja, genau. Okay. Ich dachte, es wäre nicht fertig, weil das nicht voll war. So.
Einen Moment, ich muss hier auch nochmal ich muss erstmal kurz meinen Rucksack leer machen, sonst funktioniert das nicht. So, Lager. So, einmal die Sachen hier reinmachen. Gänseblümchen. Boah, meine Kiste ist sowas von voll schon. Stöcker. So. Dann einmal nochmal hier die Käfer reinmachen. Auffüllen, genau. So, dann produziere dich mal. Perfekt. So, jetzt wollte ich mal gucken. Genau, das wollte ich jetzt mal sehen. So, damit es nämlich schön aussieht hier. Genau. Ja, ihr kriegt jetzt auch Samen. Ein bisschen. Ist ja gut. Ja, die Kekkerli muss ich hier auch nochmal wegmachen. Boah, sind das Geräusche hier. So. Okay. Komm mal her hier. Du da hinten auch. Achso, du brauchst gar nicht geschoren werden. Okay, alles klar. So, das. Da muss ich nochmal hinten zu den Ziegen. Zu den Schafen meine ich. Der war gut. So, und hier muss ich nämlich das gleiche in grün machen, damit die einfach mal wieder ein bisschen Futter hier haben. Na, ihr müsst euch ja ein bisschen ernähren, ihr kleinen süßen Racker, ihr. So. Ist da noch Kekkerli? Nee. Ist total süß, ne, wie sie hier das Säckchen mit dem Samen in der Hand hält. Ich finde das total drollig. Achso, mit E. Genau. So, dann muss ich auch nochmal zu den Hühnern, ne? Ganz klarer Fall. Willow, musst du eigentlich gemolken werden? Ja, muss sie. Okay. Kümmere ich mich gleich drum. Aber erstmal Eier sammeln. So, und ihr müsst jetzt auch nochmal was haben, ne? Sehen, genau. So, ihr fresst mir ja auch alles leer. So. Genau so ist es. Eigentlich müsste ich hier auch noch mal... Eigentlich könnte ich auch das Gehege ein bisschen kleiner machen, ne? Naja, ich weiß auch noch nicht so genau. So, ich brauche jetzt eine Kanne, damit kleine Willow auch noch mal ein bisschen gemolken werden kann. Lager öffnen. So, die Schmetterlinge und so könnte ich eigentlich... Achso, hier ist noch ein Käfer. So, wartet mal, die Alpaka-Plakette, die kann ich... Achso, die brauche ich doch, oder? Ach, scheiße, ich weiß es nicht. Brauchte ich die nicht für irgendeine Quest? Ich glaube schon. So, das. Erstmal Willow.
Okay, super. 9 Sekunden gebraucht. Na, auch nicht schlecht. Komm, wir streicheln dich mal. Irgendwie bist du hier so einsam, ne? Ja. Total süß. Okay. Kann die Kanne wieder weg? So. Was ich auch noch machen könnte, ist natürlich... Ich müsste eigentlich auch noch meine... Ach, meine Enten... Dingens machen. Oh Gott, ist hier voll. Guckt mal. Das könnte ich eigentlich verkaufen. Ich habe so viel... So viel Dünger... So, dann einmal das. Hier brauchen ein paar wieder Wasser. Zum Beispiel meine Kürbisse. Und die Sonnenblumen. Okay, kein Problem, kein Problem. Ja, Kürbisse wachsen echt langsam, ne? Aber ich habe ich denn welche jetzt hier drin? Nee, ich habe noch keine sammeln können. Unverschämtheit. Hoppala. Mal einmal auffüllen, genau. Weil hier, glaube ich, muss auch gegossen werden, oder? Nö, muss es nicht. Sehr gut. Aber, achso, wartet mal. Ja, ich bin eigentlich so gut wie voll. Vielleicht sollte ich jetzt einfach mal... Eigentlich könnte ich doch diese Holzzäune wegmachen. Die sind doch völlig unnütz hier. So. Braucht doch hier kein Mensch. Das sieht so ekelhaft aus, ne? Die Spinnen. Uah. Aber ich habe nichts gegen Spinnen. So, dann gehen wir jetzt erstmal verkaufen, würde ich sagen. Erdbeeren sollte ich nicht verkaufen und Kürbisse. Von den anderen Sachen habe ich, glaube ich, noch ein bisschen was zum Kochen, ne? Das ist einfach nur, damit ich was zum Kochen habe. Na, du kleiner Büffel? Ich glaube, du bist ein Büffel, oder? Ja. So. Dann einmal... Aubergine hatte ich genug, das weiß ich noch. Verkaufen wir mal wieder ein bisschen. Brombeeren. Hatte ich so viele Brombeeren? Echt? Erbsen hatte ich, glaube ich, auch noch. Die können also auch weg. Dosen können weg. Die brauche ich definitiv nicht. Gras behalte ich. Gräser. Darauf kannst du keine Beete errichten, aber Tiere lieben sie. Ich glaube, davon habe ich auch erstmal genug. So, Kürbisse auf gar keinen Fall verkaufen. Karotten. Können weg. Kohl kann, glaube ich, auch weg. So, Kompost. Kompost kann weg, weil ich habe über 200. So, Mais. Bei Mais bin ich... ist egal. Ich muss mein Dingens mal leer machen. Hier mein Rucksack und meine Truhe. So, dann kann dieser Falter hier weg. Rote Paprika kann auch weg. Sonnenblumen. Ich verkaufe jetzt erstmal alles. Tomaten.
glaube, das war's, ne? Nee, die Maus kann auch weg. Ich glaube, die brauche ich gar nicht. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Wow, ich habe schon 21.927. Theoretisch könnte ich mir jetzt auch ein bisschen für die Sprenkelanlage was kaufen. Mache ich aber nicht. Habe ich jetzt eigentlich nicht wirklich vor. Hier ist ein Bulle. Theoretisch müsste ich mir einen Bullen kaufen. Theoretisch. Praktisch warte ich lieber noch damit. Danke dir. So. Okay. Super. Jetzt wollte ich. Ach nee, Moment. Nicht mit J, ne? Genau. Wollte mal gucken. 9, 9, 10. Es fehlt mir also noch einiges an Kürbissen. So, aber wartet mal, ich hatte doch noch ein Ziegen. Hatte ich nicht noch ein Ziegenschild? Ja, ein paar Schnecken. Ich guck mal ganz kurz, ob ich ein Ziegenschild hatte. Wahrscheinlich aber noch nicht, ne? Weil ich ja... Hier ist Alpaka-Plakette. Weiß ich nicht so genau. Ach so. Dann kann ich... Ja komm, ich mach die Schnecken jetzt hier mal mit rein. Ach, wobei, Schnecken gehen ja auch. Ha! Ja, das ist ja gut. Schnecken gehen ja auch. Ich hatte gar keine Ziegenplakette. Was ist denn da los? Das ist doch hier eine Alpaka. Ach nee, das ist Ziege. Ach, das ist ein Ziegenstall hier. Dann müsste ich ja theoretisch die Alpakas nebenan verfrachten. Und das mache ich am besten mit meiner... Verzauberungsflöte hier. So, kommt mal mit, ihr kleinen Süßen. Komm mal raus. Genau. Und einmal hier rein. Ja, ihr seid so süß, ne? Sehr gut. So, dann muss ich natürlich wieder entzaubern. Perfekt. So, mit der Alpaka-Plakette. Ich weiß gar nicht. Ein Moment, ich muss mal kurz gucken. Das männliche Alpaka. So. Großmutter hat dir erklärt, wie du ein männliches Alpaka zum Bauernhof bringen kannst. Du musst deine Jagd- und Gartenfähigkeiten kombinieren, was sicherlich ein Kinderspiel wird. Sehe die erforderlichen Samen in dem Gebiet, das dir deine Großmutter zeigt. Okay. Guck mal, Bewässerungssystem, mir fehlen eigentlich nur noch die Sprinkleranlage und die Turbine. Dann hätte ich das eigentlich auch alles. Okay, dann kann ich doch das Alpaka-Schild doch theoretisch. Doch hier reinbauen, oder nicht? Wenn die Fanny das finden sollte. War das nicht hier unten irgendwo? Jetzt sehe ich das Alpaka-Schild nicht. Wow, was ist denn hier los? Moment. Ach, hier. Wo ist denn das jetzt hier reingehüpft? Ach, da oben. Alles klar. Jetzt
jetzt bin ich wieder falsch den Ausgang raus, aber ist ja egal. So, und hier würde ich sagen, kommen die Schweine hin. So. So, neue Gegenstand verfügbar beim Händler Alpaka-Plakette. So, meine Lieben. Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt hier wohl, soweit, so gut. Okay, gut, meine Lieben. Oh Gott, es sind schon 45 Minuten jetzt wieder vorüber, ne? Ach du Scheiße. Alles klar, meine Lieben, dann würde ich sagen, hören wir für heute auf. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. In der nächsten Folge könnte ich ja theoretisch, jetzt habe ich schon wieder das Falsche auf, könnte ich ja theoretisch mal ein neues Zuhause für Wildbienen machen. Und zwar soll ich einen Bienenstock für die Wildbienen bauen. Die kann ich bauen, das habe ich neulich gesehen, hier in meiner Werkbank. Dann machen wir das mal eben. Und ja, und da muss ich mal gucken, dass ich auf jeden Fall mal sehe, dass ich entweder die Ziegen kriege oder die Schweine, je nachdem, ne? Meine Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ein super schönes Wochenende für euch und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.